Hallo zusammen, hier ist der Tim von der Geschichtenkapsel und heute möchte ich euch etwas Längeres zeigen. Und zwar eine Hörspielproduktion von A bis Z. Ist nur eine kurze Sequenz, aber sie soll so ziemlich alles zeigen, was in einer Hörspielproduktion der Geschichtenkapsel passiert und worauf man da so achten muss und so weiter. Ich habe dazu ein Drehbuch bekommen von Rantheron. Der hat das extra für diese Folge geschrieben. Ich hatte auf das Drehbuch nur wenig Einfluss. Ich habe so ein bisschen einen Rahmen abgegeben, wo es stattfinden soll. Und ja, da hat er mir das geschrieben. Ich habe dazu zwei Aufnahmen. Einerseits von Rantheron als Bordcomputer und Lara als Astronautin. Und das Hörspiel nennt sich Alarmstufe Kartoffelbrei. Und worum es geht, das seht ihr dann nachher gleich. Die Idee ist, dass ihr einen Einblick bekommt, wie einerseits eine Hörspielproduktion, speziell das Sounddesign funktioniert, wie der Prozess läuft und wie wir mit Ultraschall Reaper arbeiten. Es geht nicht darum, jedes Detail zu erklären. Also viele Dinge, die ihr hier vielleicht sehen werdet, die begreift ihr vielleicht nicht gleich sofort, weil ja, vielleicht kennt ihr da die Settings nicht oder ihr seid nicht so tief in Ultraschall drin. Dafür gibt es andere Filme. Hier geht es wirklich darum, mal so einen Gesamtüberblick zu zeigen, wie funktioniert so eine Produktion, was kann man da machen. Und vielleicht seht ihr ja da das eine oder andere, was euch auch etwas bringt in euren eigenen Podcast-Produktionen. Als Schnittprogramm, wie gesagt, Reaper Ultraschall. Ich verwende dazu die neueste Version 5.4. Von Reaper und die Ultraschall-Version ist, sehe ich jetzt gerade nicht, ist jedenfalls die neueste, die wir hier gerade benutzen. Und ja, Plugins werden wir nachher auch noch ein paar benutzen, das sage ich dann aber noch in den entsprechenden Filmen. Und alles, was ich hier verwende, das sind Gratisquellen, speziell auch für Sounds. Also es ist nichts, das ihr hier kaufen müsstet, obwohl man sich natürlich auch sehr viele Dinge kaufen könnte und damit vielleicht bessere Qualität hat. Aber die Idee ist wirklich, wie macht man sowas mit einem ganz, ganz schmalen Budget? Also fangen wir mal an. Was ich hier in diesem Film zeigen möchte, ist einerseits, wie bereite ich so ein Projekt vor und wie mache ich den Schnitt. Das ist eine sehr kurze Sequenz, eigentlich nur eine Szene. Eine Sequenz mit vier Szenen drin und fangen wir doch mal an. Also wir wissen, jetzt gehen wir hier mal und schauen uns das Drehbuch an, das mir Rantheron geschickt hat. Alarmstufe Kartoffelbrei. Wir haben hier zwei Personen, den Astronauten bzw. die Astronautin und den Bordcomputer. Wir wissen hier, okay, der Bordcomputer bestätigt jede Anfrage mit einer Piepsfolge. Okay, es gibt gewisse Geräusche im Hintergrund und wir haben eine Dialogsequenz, die ist jedes Mal die Astronautin, Computer und so weiter. Und das hilft uns dabei, diese Sequenz dann auch entsprechend aufzubereiten. Also das ist hier so mein Referenzwerk, das ich hier brauche. Ihr seht hier, es ist nicht sehr lange. So vom Wordcount her haben wir hier mal 250 Wörter. Also es ist eine Sequenz von wahrscheinlich ungefähr 2,5 bis 3 Minuten. Und fangen wir doch mal an. Also wir haben zwei Stimmen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Hauptstimmenspur. Die nennen wir hier mal Stimmen. Darunter haben wir zwei Subquellen. Stimmen. Ich habe das hier eingerückt mit der Ordnerfunktion. Dazu gibt es auch ein Video. Das wäre dann einerseits die Astronautin und den Bordcomputer. Dann haben wir hier des Weiteren eine Soundspur. Das macht er mir jetzt automatisch rot. Das habe ich hier so eingestellt. Das kann man bei Reaper ganz gut machen. Hier unter Extensions Autocaller Icon und Layout könnt ihr selbst die Farben einstellen aufgrund bestimmter Schlagwörter. Das ist hier bei mir Sounds, das gesamte Soundspur. Dann haben wir darunter garantiert einige
Insert Multiple Tracks. Also hier brauchen wir eine ziemlich große Anzahl von Sounds. Nehmen wir nämlich, machen wir mal 10 Soundspuren. Das ist hier ein bisschen zu groß. Die sind hier alle eingerückt. Wir haben eine Reihe von Atmospuren. Atmo ist bei mir immer grün. Auch hier nehme ich ja mal 3 Atmospuren. Wenn wir zu viel haben, dann haben wir halt zu viel. Das ist auch okay. Machen wir hier das Ganze mal ein bisschen kleiner hier noch. Dann haben wir hier gut möglich, dass wir hier auch noch Musik reinlegen. Darunter mache ich mal 2 Stück. Wahrscheinlich wird es zu viel sein. Und zum Schluss machen wir hier noch ein paar Effekt-Synths. Und jetzt sind die Returns. Die mache ich hier mal gelb. Und hier werden wir sicher, da wir 4 verschiedene Szenen haben, brauchen wir hier sicher 4 Stück, wahrscheinlich 5. Die machen wir auch gelb und drücken sie noch ein. So. Und damit haben wir eigentlich alles so weit aufgegleist, wie wir das haben möchten. Und ich kann jetzt eigentlich mit dem Schnitt beginnen. All die Dinge hier, die interessieren mich im Moment noch gar nicht. Ich könnte das Ganze auch jetzt ein bisschen noch kleiner machen. Ich mache hier all diese Ordner mal zu. Die brauche ich noch überhaupt nicht. Und die hier mache ich ein bisschen größer. So. Jetzt haben wir hier, das ist hier so meine typische Ordnerstruktur, könnt ihr hier sehen, ich habe hier einen Ordner Multi. Multi ist für mich so der Begriff für, ist das Projekt drin. Das kann ich hier gleich mal abspeichern. Das wäre dann hier der Erklärfilm oder sagen wir hier Alarmstufe Kartoffelbrei. Das wäre dann hier. Hier habe ich die Rohdaten, die ich schon bekommen habe. Ich habe hier einige Takes von Lara bekommen. Ich habe einen Take von Runtheron bekommen. Die habe ich schon benannt. Dann habe ich hier einen Ordner für Auphonic. Also ich habe die Spuren bereits durch Auphonic gejagt mit minus 23 Lufs. Minus 23 im Gegensatz zu den minus 16, die man sonst hat bei Podcasts, weil meistens die Levels dann ein bisschen zu hoch sind, wenn man unten dran noch einige Spuren und Musik drunter hat. Deswegen minus 23 ist ein bisschen sicherer. Das ist ein Tipp, den ich von Udo bekommen habe, vom Puerto Partida-Team. Und dann haben wir hier Dry, das ist für mich so die Abmischung, bevor ich mastere. Und dann Final ist die finale Version. Und unter Musik und Sounds lege ich jeweils die Musikstücke und die Soundfiles ab, mit denen ich arbeite. So viel mal zur Gesamtübersicht. Unter Auphonic habe ich hier diese 2 Spuren. Jetzt nehme ich hier mal Astronautin und Bordcomputer. Ich weiß, möchte gerne den 2. Take von Lara nehmen. Und von Rantheron möchte ich diesen Take hier nehmen. Ich nehme den hier mal hier rein. So, jetzt können wir damit arbeiten. Es ist eine Stereospur. Jetzt schalte ich diese Stereospur mal um auf Mono.
Bringt nichts, wenn wir hier mit zwei Monospuren, zwei Stereospuren und einer Monospur hier arbeiten. Und ja, mal kurz reinhören. Jetzt haben wir hier mal bei der Lara. Erste Version, normale Version. Schnitt. Computer, wie ist unser Status? So, das wäre mal Lara. Dann haben wir hier. Kommandantin. Wir sind auf Kurs. Alle Systeme arbeiten innerhalb der vorgegebenen Parameter. Jetzt der Runtheron hat mir jeweils eine Version für einen männlichen Kommandanten und eine weibliche Kommandantin aufgenommen. Das müssen wir dann jeweils auswählen. Sehr viele Möglichkeiten, die wir hier haben. Jetzt müssen wir hier wichtig hier mal umschalten auf Ripple Edit und hier ab hier ist Schnitt. Computer. Ich lasse hier vorne extra ein bisschen Platz, weil wahrscheinlich werden wir die ersten paar Sekunden ein bisschen Atmo haben. Computer. Und dann gehe ich hier direkt und setze das mir die ganze Zeit eigentlich so zusammen, dass ich hier gemäß dem Drehbuch jeweils die entsprechenden Spuren habe. Dann habe ich hier Computer, Kommandant, Kommandantin, wie ist unser Status, wir sind auf Kurs. Also es ist jeweils so. Computer. Kommandant. Kommandantin. So ein bisschen eine Frage, wie man mit diesen mit dem Ripple Delete, Ripple Edit arbeitet. Manche mögen das gar nicht. Ich finde das eigentlich sehr praktisch. Nur wenn man hier ein bisschen korrigieren muss und was rauslöschen muss. Computer. Kommandantin. Wie ist unser Status? Wir sind Status. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Wann reichen wir sind auf Kurs. Wann erreichen wir unser nächstes Ziel? Alles ist ein bisschen sind auf Kurs. Pause dazwischen lassen. Wann erreichen wir unser nächstes Ziel? Alle Systeme arbeiten innerhalb der vorgegebenen Parameter. Von welcher in einer halben Stunde beginnt Ihr Ruhezyklus. Ihr seht, ich verschiebe den Inhalt innerhalb der Spur mit dem Shift-Modifier. Dann verschiebt sich die Tonspur innerhalb des Items und nicht so hin und her. Da muss ich nicht so viel löschen. Stunde beginnt Ihr Ruhezyklus. Von welcher Konserve sind die meisten vorrätig? In 3 Tagen, 5 Stunden bei unserer. Oh. Jetzt habe ich ein Durcheinander. Wann erreichen wir unser nächstes Ziel? Alle Systeme arbeiten innerhalb der. Wir sind auf Kurs. So, das muss hier rüber. Der Status. Wir sind auf Kurs. Alle Systeme arbeiten innerhalb der vorgegebenen Parameter. In einer halben Stunde beginnt Ihr Ruhezyklus. Wann? Ruhezyklus. Wann erreichen wir unser nächstes Ziel? Wärme mir eine auf. Wärme mir eine auf. Jetzt kommt hier ein bisschen Geklimper, Ping von der Mikrowelle. Wärme mir eine auf. Lassen wir hier ein bisschen Abstand. Können hier noch einen Edit-Marker reinmachen.
Kommandant, das Essen ist aufbereitet. Danke. Edit. Danke, ich wechsle dann jetzt in den Erholungsbereich. Kommandantin, wir wurden von einem Objekt getroffen. Die Hülle wurde beschädigt, wir verlieren Atmosphäre. Wieder ein Geräusch. Und der Computer spricht dann nochmal. Das Notfallshot für den betroffenen Bereich blockiert. Ich empfehle, den Atmosphärenanzug zu nutzen. Ist Anzug zu nutzen. Das hier ein bisschen leise, höre ich gerade. Wenn ich schon dabei bin, kann ich das hier mal ein bisschen lauter machen. Atmosphärenanzug zu nutzen. Ja, besser. Den Atmosphärenanzug zu nutzen. Jetzt sagt die Astronautin was. Anzug zu nutzen. Verdammter Mist, und das kurz vorm Schlafen gehen. Schick einen Reparaturroboter zum Leck. Puh, der Anzug kriegt auch, als wäre hier eine Käserei. Computer. So, jetzt haben wir hier ein bisschen zu wenig Computer. Abstand. Als wäre hier eine Käserei. Computer. Kriegt auch, als wäre hier eine Käserei. Computer. Konntest du schon die Größe des Lecks bestimmen? Hier negativ. Bestimmen. Negativ. Warum sagen Computer immer negativ? Sie können doch einfach Nein sagen. Negativ. Dann schaue ich mir das mal an. Okay, hier haben wir auch wieder ein Geräusch drin. Wahrscheinlich kommen noch viele weitere Geräusche rein, aber ist gut mal, das zu kennzeichnen hier. Dann schaue ich mir das mal an. Computer, führe mich. Kommandantin, wir haben den Triebwerksbereich verloren. So, und das ist der Schluss von dem Dialog des Computers. Hier schon ausschalten und das lösche ich hier raus. Notfalltransfer in Rettungskapsel 4, manuelle Auslösung. Computer, bist du da? Computer, bist du da? Dann geben wir dir erstmal wieder eine Stimme. So, hier ist in der Rettungskapsel. Gibt vielleicht noch eins, dass sie hat hier verschiedene Takes aufgenommen, wo sie auch ein bisschen emotionaler noch in der Stimme ist, also wie zum Beispiel hier ein bisschen verängstigt. Puh, der Anzug. Nee, das war hier. Dann schaue ich mir das mal an. Notfalltransfer in Rettungskapsel 4. Manuelle Auslösung. Das klingt nicht schlecht. Das könnte man nicht auch noch ersetzen. Oder die andere Version ist... Da konntest du schon die... Dann schaue ich mir das mal an. Computer 4. Notfalltransfer in Rettungskapsel 4. Manuelle Auslösung. Ja, hier diese letzte Version gefällt mir eigentlich besser. Dann schaue ich mir das mal an. Notfalltransfer in Rettungskapsel... Das war hier. Dann schaue ich mir das mal an. Kapsel 4, manuell. Bereich verloren. Notfalltransfer in Rettungskapsel 4, manuelle Auslösung. Das kurz vorm Schlafen gehen. Und hier hat sie... Einen Anzug zu nutzen. Verdammter Mist. Und das kurz vorm Schlafen gehen. So. Ich glaube, sie ärgert sich hier wirklich. Also nehmen wir hier die Version, wo sie sich ärgert. Das ist, glaube ich, hier. Danke, ich wechsle. Computer. Verdammter Mist und das kurz vorm Schlafen gehen. Schick einen Reparaturroboter zum Leck. Nehmen wir die Version hier. Mist. Ripple Edit hier. Können wir das alles wieder schön rüberschreiben?
Stille den Atmosphärenanzug zu nutzen. Verdammter Mist, und das kurz vorm Schlafen gehen. Schick einen Reparaturroboter zum Leck. Bisschen zu eng geschnitten hier. Ist schon veranlasst. Hier mein Atmen drin. So, damit hätten wir den Schnitt eigentlich schon abgeschlossen. Nehmen wir hier den Rest hier noch raus. Dann geben wir die. Ja, da sind wir bei 1,52, sogar noch ein bisschen weniger Zeit, als ich erwartet habe. Und wahrscheinlich wird sich das Ganze noch ein bisschen ausdehnen, weil die einzelnen Geräusche und die Übergänge dazwischen auch noch ein bisschen Zeit bringen werden. Also ich nehme an, wir werden irgendwo so bei 2,15 oder so. Bis hierhin werden wir wahrscheinlich kommen. Ja, also, dann haben wir hier mal den Schnitt der zwei Protagonistinnen, und im nächsten Video geht es dann weiter. Da kümmere ich mich mal um die ersten Sounds und erkläre euch dann auch noch ein bisschen, was es denn eigentlich an verschiedenen Sounds überhaupt gibt. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Wenn ihr Fragen habt, dann lasst doch einen Kommentar oder schreibt uns auf Twitter unter Lauschkapsel. Wir sind die Geschichtenkapsel, und bis zum nächsten Mal.